So, okay. Da kommt jetzt die Musik und ich mache einen richtig coolen Zoom. Voll cool. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Unboxing. Und heute werden wir eine ganz voll tolle Kiste auspacken. Und zwar diese hier. Und schmeißen die auf den Operationstisch. Haha, Tiger getroffen. So, Seziermesserschwester. Es fängt an zu klemmen, das ist gar nicht toll. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt sitze ich da durch. Das haben wir. Mensch, wir sind voll in Übung. Wir haben ja vor über einem halben Jahr haben wir Luke Skywalker ausgepackt. Das war auch richtig geil. So mitten an Weihnachten. Diesmal können wir ein bisschen lauter sein. Diesmal sind Mami und Papi gar nicht da. Und es ist ganz schön laut hier. Sollte ich vielleicht mal kurz, warte mal. Ich mache mal die Hintergrundmusik leiser. Oder am besten aus. Warte. Wo ist die Fernbedienung? Da ist die Fernbedienung. Jetzt ist die Musik wieder aus. So, hier wie immer der extrem komplizierte Teil. Man muss es längs aufkriegen, ohne die Figur da drin zu erstechen. Zweihändig ist das immer einfacher. So, ich glaube, ich hab was gefunden. So. Ist das? Gehört das schon dazu? Das ist ein Adidas-Karton. Boah, voll geil. Markenware. Gucken, was da drin ist. Geh weg, du blöde andere Kiste. Ich krieg den Karton nicht mit einer Hand auf. Ich bin so doof. Boah, guck mal hier. Das war bestimmt so in Schuhen drin und. Da ist gar nichts drin. Voll blöd, die Überraschung. Das ist der richtige Hauptteil. Hier wieder viel Zeug, das weg können. Ich sehe nicht das Sicherheitswattestäbchen. Ist das hier unten dabei? Nein, das ist nicht. Also nein, man kann keine Pakete verschicken ohne Sicherheitswattestäbchen, das geht gar nicht. Wo sollen die sich denn die Nasen aufreiben, wenn sie sowas nicht haben? So, Alien vs. Gator 3, ne, und IS war, glaube ich, eine Raumstation. So, wo machen wir den jetzt auf? Also hier oben wäre natürlich besser, aber da ist das Siegel drüber. Ach, egal. Braucht ja keiner mehr das Siegel. Ist ja nicht so, als würde ich den jemals wieder weiter verschenken. So, und noch einmal ansetzen. Ja. Ne, immer vom Körper wegschneiden, aber wenn der Arm dazwischen ist, dann kann man halt nicht anders. So. Mal anheben. Es ist ganz geblieben irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. So, Pappe. Da, Iron Spider. Ich pack mal das Messer weg. Und jetzt wird uns wieder unser alter Freund die Schwerkraft helfen. Boom. Weg mit der Kiste, weg mit dem ganzen... Wieso ist das hier alles so dreckig? Ich habe doch gestern erst das Bett Staub gesaugt. So rum. Voll cool. Ah, da fällt mir was ein, das muss ich gleich holen. Warte. Das wird dann später ganz wichtig. Aber jetzt erstmal weiter hiermit. Diesmal ist das so rum zugeklebt. Diesmal so. Normalerweise sind ja hier die Sachen an den Rand geklebt. Aber hier ist der Kleber irgendwie einmal so rum. Normalerweise ist der Kleber da oben. Hier ist nichts normal.
Aber ist ja auch nicht nur normal, dass unsere Aufnahmepausen so lange dauern, aber naja, es hat jetzt 2 Jahre gedauert, bis der Spider-Man da ist. Mittlerweile ist Spider-Man gar nicht mehr relevant, weil der Sony und der Disney sich gegenseitig nicht mehr lieb haben. Und jetzt überlegen alle, wer jetzt eigentlich wann den nächsten Spider-Man-Film machen darf. Das ist irgendwie voll doof. Der Joshua, der redet gar nicht mehr darüber. Und der Mike, der sagt, man soll mal warten. So ein Freund von einem Freund hat auch gehört, ne, dass das alles nur wegen ganz viel Geld. Die einen wollen 50, die anderen wollen 30% und dann will wieder irgendwer ganz viel von was anderem haben und jetzt soll auch noch Venom mitmachen und ich habe keine Ahnung mehr, ich sehe nicht mehr durch. Das ist alles irgendwie viel zu viel. Was ist das denn? In letzter Zeit waren die irgendwie immer anders, aber guck mal hier, das ist irgendwie komisch. Da hat man Pappe gespart, man hat das irgendwie anders geschnitten. Yay, Reflexion. Voll cool. So. Haha, da ist er, der Iron Spiedermann. Und ich brauche doch nochmal das Messer. Angesetzt und durchgeritzt. Guck mal, da ist er auch gerade. Das ist er nicht. Bah! So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Die Arme schmeiße ich mal beiseite, die machen wir später. Weil wir sind damals immer, haben angefangen zu diskutieren, welche Farben der hat. Ob da jetzt Schwarz-Rot-Gold ist oder Blau-Rot-Gold. Und gerade sieht das alles voll nach Schwarz-Rot-Gold aus. Da kann man jetzt sagen, das liegt mir nicht, aber ist mir egal. Es ist voll der deutsche Spider-Man. Oh, guck mal, wie der schillert. Geil. Ich drehe mal das Licht hier rum. Oh. Naja, ein ganz kleines bisschen Blau kann man vielleicht erkennen, wenn man gut hinguckt. So ein ganz leichter Schimmer. Aber den ignoriere ich einfach. Das ist der Deutschland-Spider-Man. Voll toll. Das kann weg. Das ist nicht so voll toll. Das ist nur Plastik. Ah, wo fangen wir jetzt an? Wir haben hier wieder Netze, die keiner braucht. Weil wir die schon alle 5-mal haben. Und hier der Halter. Der wird ganz wichtig, wenn wir uns ihn später irgendwo hinstellen. Und wo fange ich an? Also wir haben hier ne, wieder den Tom Holland-Kopf. Ich glaube, das ist der gleiche. Ist der gleiche wie beim anderen. Ich kann mich da irren, aber das sieht fast genauso aus. Das wird bestimmt ein Lugian in seiner bekloppten Review wieder vergleichen. Der macht das ja öfters. Ne, ich kann jetzt auch einen anderen Spider-Man herholen und mit dem vergleichen, aber ist ja auch erstmal egal. So, die Tüte war wieder um den Kopf, das ist ganz blöd. Ich hole mal schnell den anderen Spider-Man. So. Yay, die sind gleich groß. Immerhin. Guck mal, das ist blau, das ist nicht wirklich blau. Argument geklärt. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder die Maske dazu. Das ist im Prinzip genau das gleiche, was die mit dem Stoff gemacht haben, nur sieht die hier mehr nach Gummi aus. Naja gut, wenn man sie sich so ansieht, ist das schon... Es sieht aus wie Metall, fühlt sich aber an wie Gummi, aber eigentlich ist es irgendeine Art Stoff, ich weiß gar nicht. Egal. So. Gucken wir mal hier alles auf einmal raus. So. War es das schon? Nee. Boah, der Start will ich. Was ist das denn für ein Zettel? Ist der irgendwie wichtig? Früher war das Schaumstoff. So, die Augen. Die Augen. Da gibt es auch ganz viel. So, warte. Augen sind draußen. Plastik kann weg. Ich bin immer noch nicht an den Stab. Warum nicht? Sag mal. Ich brauche den aber, sonst kann ich ihn nicht. Warte mal kurz. Jetzt komm da raus, du verdammter Stab. Das Ding war zu teuer, jetzt dass du nicht funktionierst. So, da haben wir ihn. Glaubst
Schnaps ist denn so? Der hat auch eine Tüte über dem Kopf, ist mal eine ganz blöde Idee. So, was ist denn das? Das ist eine neue Art von Stab. Die konnte man sonst immer schrauben. Aber jetzt steckt man die. Genauso wie die normalen Dinger. Aha. Na, wenn sie meinen. So, was ist das? Das ist Blödsinn. Wo ist denn das jetzt hingeflogen? Viel zu weit weg. Da muss ich nachher wieder alles andere aufsammeln. So, und das hier ist die Base, an die ich auch nicht... Ah, doch. Voll das coole Geräusch. So. Iron Spider. Yay. Das ist auch voll cool. Hier hat man nämlich so Reflektionen und so. Und eigentlich kann ich das da gleich raufstecken. Ich weiß nur gerade nicht, wie rum. Passt es so rum? Ich glaube nicht. Passt das so rum? Ich glaube nicht. Wie rum muss denn das? Nein, ich gucke nicht in die Anleitung. Anleitung braucht keiner. Die sind doof. Also das Loch, was da drin ist, das ist komplett quadratisch. Also kann ich das reinstecken, wie ich will. So. Ein bisschen Gewalt geht das alles immer. So, die Augen hier, die werde ich wahrscheinlich jetzt nicht weiter untersuchen, weil das sind genau die gleichen, die auch bei dem anderen Spider-Man dabei waren. Aber wir haben hier noch die voll coolen Todesaugen, die ich eigentlich ausprobieren wollte, als ich damals die Figur haben wollte. Und dann hat Endgame das auch gemacht. Jetzt sehe ich aus wie ein Nachmacher, das ist voll doof. So, hier haben wir eine der Metallhände. Die sehen auch alle nicht anders aus, als wir das schon kennen. Die packe ich also hier hin, zum Kopf und zum Netz. Und Gelenke brauche ich nicht. Ist alles Müll. So, jetzt haben wir es gleich ein bisschen sortiert hier. Ah, guck mal, hier haben wir wieder Batterien. Ich liebe Batterien. Aber erstmal hier oben noch aufschrauben, damit wir die Figur hinstellen können. Wir sind ja mittlerweile Profis, wir wissen ja, wie das geht. Was? Ist das nicht mal irgendwie anders? Ich gehe mal meinen Schrauben. Wo ist denn mein Schrauber? Warte mal. Ich stolper euch schon über alles andere drüber. So, hier ist der Schraubersofa. Und im Schraubersofa ist der Schrauber drin. So, dann können wir das jetzt, sagen wir mal, an der Seite hier. Die ist falsch. Nehmen wir die Seite hier. Hier können wir das ein bisschen locker drehen. Und dann so runterdrücken. Genau, jetzt mache ich den Deckel wieder drauf und ziehe das Ding nach oben. So, und jetzt wird es wieder angeschraubt. So hat sich das gerade, guck mal, das dreht sich voll. So, die machen also weiter die Stangen und diese Unterdinger und packen dann einfach die Stangen auf so eine Extrateile, damit sie noch ein- und ausgeschraubt werden können. Da fehlt mir jetzt aber irgendwie noch so ein Grundständer. Aber egal, das wird es dann wahrscheinlich später wieder geben. So, der ist wieder festgedreht. So. Jetzt müsste der gerade sein, für wenn der Spider-Man fertig ist. So. Mal wieder das Ding hier dabei. So, das ist er jetzt. Fast. Wir haben hier noch den Kopf. So, der Kopf ist auch aus. Mann, wir haben hier drei Tüten um Köpfe rum. Drei Tüten um Köpfe. Das ist einmal schon dämlich, aber drei. So, bin ich jetzt wieder da? Der hat gerade voll die Aufnahme abgebrochen, weil die verdammte Kamera voll war. Ich hoffe, da ist noch alles drauf. Wenn nicht, ist ja auch egal. So, wir waren hier gerade bei drei Tüten um Köpfe rum. Warum? Und warum ist der Kopf hier... Boah. Hä?
Das ist irgendwie voll cool und voll doof gleichzeitig. Man hat also keine Ballgelenke mehr, sondern kann jetzt einfach so plopp den Kopf mit einem Magnet draufpacken. Alle Kopfposen sind möglich. Krass. Voll der Schnellwechsel. Ich glaube, das hier ist jetzt der On-Off-Knopf, richtig? Ja, ja, ja. So, wie mache ich den jetzt auf, um die Batterien einzulegen? Mal sehen, also. Hier geht eine Linie lang, die geht hier hinten ebenfalls lang. Na, immerhin kann man mit dem Ding die Batterien an- und ausschieben. Aber wo kriegt man den Kopf auf? Egal, das gucken wir später. Wir nehmen uns erstmal den hier. Da haben wir nämlich wieder die Augen. Und die Augen, die kriegt man ganz leicht ab, indem man einfach die Augen abmacht. Auch das war beim alten Kopf irgendwie einfacher. Da konnte man noch hinter den Stoff gehen. Na, sag er doch mal. So, haha. Man muss nur oben die Spitzen angreifen, dann geht alles schneller ab. Cool. Der sieht schon fast aus wie der tödliche Spider-Man. So, aber jetzt ist der richtig tödlich Spider-Man. Ich habe die Dinger drin. So, dann mache ich mal schnell noch die Dinger hier weg. Oh nein, voll mein Erzfeind. Moment. Ich teste gerade nur schon so ein bisschen aus und sehe gerade, da ist noch mehr. Seht ihr das hier? Da an den Armen, da ist noch mehr. Das heißt, ich muss auch erst noch die Fäuste abnehmen. Die sind auch nicht magnetisch, oder? Nein. So, dann ist das auch weg. Kann ich wieder die voll die coolen Shooter oder was das ist ranmachen. Und die Faust. Und schon ist mir noch was aufgefallen, weil hier unter den Armen hat er auch noch diese Fussel. So, sind wir jetzt endlich alle Fussel losgeworden oder habe ich hier noch mehr Fussel? Ah, guck mal hier die Rückseite, hier gibt es so Stöpsel. Da ist noch ein Fussel. Naja, wenn ich nicht wüsste, dass die da wären, würde ich die wahrscheinlich meistens übersehen. Die sehen gar nicht so doof aus. Ich meine doch, sie sehen doof aus, aber... Die werden nicht großartig auffallen. Das war das Wichtigste. So, gucken wir uns doch mal die Füße an. Yay. Voll cool. Da kann man bestimmt ein paar Posen mitmachen. Der hat doch wieder so wie der andere Spider-Man. So ein Ratsch-Ratsch hat der. Voll cool. Oh. Wow. Ich glaube, so hoch konnte man die Arme bei noch keinem Spider-Man biegen. Und der hier soll aus Metall sein. Ist ja voll geil. So, stellen wir den mal hier hin. Vielleicht steht er schon von alleine, ohne dass ich... Nein, ich muss ihn... Oder? Er steht! Wir müssen ihn nur woanders hinstellen, damit er auch Licht im Gesicht hat. Mir ist der Kopf hingefallen. Na, egal. So, jetzt wieder zu den anderen. So, das hier ist der Super Spider Space Kopf. Das sieht man daran, dass die Augen so ein bisschen reingehen, nicht nur so aufgedruckt sind wie bei die hier dem Todes Spider-Man. Ich mache mal die anderen Augen wieder auf, weil das hier war ja nur so eine lustige Idee, die ich hatte. So, damit. Voll toll. So, du kommst jetzt dahin und wehe, du fällst um, weil dann schicke ich dich vielleicht zurück. Nee, das wäre mir viel zu teuer, den zurückzuschicken. So, was habe ich? Ich habe hier noch die ganzen Arme. Kann man die aufmachen, ohne die rauszuholen? Ach, egal, jetzt habe ich sie rausgeholt. Auch noch zusammengeklebt. Das ist wieder schöner Blödsinn. So, mache ich hier den Kleber ab. Den braucht eh keiner. Müll. Obwohl, da ist der Kopf auch noch. Pappmüll. Oh.
kann man auch biegen. Jetzt können wir voll den Dr. Octopus bauen. So, wie machen wir das? Am besten gleich mal die Stöpsel aus dem Rücken ziehen. Vielleicht ist dafür das hier da und gar nicht für die anderen, die Magnet. Also, wie wechsle ich da die Augen aus? Ich versuche mal kurz einen dieser Stöpsel abzumachen. Jetzt fällt dann dauernd der Kopf ab. Irgendwas ist ja immer bei einer neuen Spider-Man-Figur. Irgendwas ist immer. Bei der hier fällt immer der Kopf ab. So, okay, habe ich ganz gut rausbekommen. Wartet mal, ich lege kurz das Ding ab. So, und jetzt hätte ich vielleicht mal darauf achten müssen, wie rum die Dinger dran sind. Denn die müssen jetzt auch genauso, guck mal, das hier sieht aus wie so eine kleine 9. Und das hier hat auch so Sticker wie eine 9. Also stecke ich den so rauf. Und der kommt dann so rum. Und der so, wie Platz ist. Sieht voll cool aus. So, ich muss mal kurz, oder warte, wir machen das anders. Ich nehme den hier so in die Hand. So, und dann können wir den hier mal irgendwie diese Ärmchen sind ganz schön groß und im Weg gerade, aber die gehören auch dazu. So. Sieht schon besser aus. Jetzt sind wir fast wirklich bei Dr. Octopus. Ich drehe sie noch ein bisschen tiefer und hier ein bisschen höher. Jetzt sind die Arme abgefallen. Sieht voll Hightech-mäßig aus, das Ding. Aber diesmal gibt es keine Netze dazu. Also keine komischen Netze. So, und was mache ich jetzt mit dem Kopf? Ich gucke nochmal. Also, ach, guck mal da. Da siehst du das? Da kann man drehen. So. Jetzt habe ich hier drin das Loch und jetzt kann ich da die Batterien einbauen. Jedes Mal der gleiche Mist. Eine. Zweite. Und die dritte wird schwer. Ich bin doch kein Doktor. Wie soll ich denn das gelernt haben? Jetzt habe ich eine drin, aber die anderen zwei sind rausgesprungen. Jetzt steckt eine ganz drin. Jetzt steckt die eine falsch rum drin. Nochmal. Eins. Zwei. Jetzt muss ich irgendwie die dritte da reinbekommen. Nein! Das ist eine verflupfte Flimmelarbeit hier. Zum Glück seht ihr das alles gerade nicht. Das wäre nämlich voll peinlich. So, ich glaube jetzt, ja! Ja! Jetzt muss ich es irgendwie wieder zugeschraubt kriegen. Ich verschraube jetzt die letzten paar Drehungen. Mit drei Werkzeugen, den heiligen drei Werkzeugen, habe ich es geschafft. Oha. Super Zoom. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich da drin den Schalter auch noch erwischen. 3, 2, 1. 1. Nehme ich halt die Füße wieder dazu und schiebe den Schalter. So, es hat geklappt. Das Ding kann man für alles benutzen. Es leuchtet. Wow. Voll cool. Da brauchst du den hier nicht mehr. Der ist so voll lame. Kann man benutzen. Aber der. Da muss ich mir jetzt irgendeine coole Pose ausdenken und dann kommt er da hinten so in die Heldenecke. Genau. Und ja. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Den Kopf, den muss ich jetzt irgendwie da unten suchen. Fällt der einfach ab mit Magnet. Hm.
Dann muss ich mal gucken, ob ich das im Schnitt irgendwie besser geschnitten kriege, also kleiner geschnitten. Ich packe schon mal das Sofa wieder hier oben, ne? Irgendwann muss man ja aufräumen. So, und genau, ich packe jetzt den wieder in die Kiste und der wird voll der coole neue Spider-Man. Und ich glaube, in 2 Jahren oder so können wir dann den nächsten Spider-Man auspacken, der aus dem neuen Film, vielleicht aus dem letzten Film. Das werden wir dann vielleicht mehr wissen als heute. Es ist alles so nervig. Jedenfalls, der ist dann, ne? Der hat dann gar kein Blau mehr. Und diesmal ist dann sicher, dass kein Blau mehr drin ist. Das hier ist auch kein Blau. Das ist schwarz mit einem Schatten von Nacht. Der sieht dann, hier, so sieht der dann aus, ne? Der schwarz-rot-weiße Spider-Man, der ist viel besser als das da alles. Genau. Die sind schon wieder out. Wir brauchen den neuen Spider-Man, aber es dauert noch eine Weile. Und bis dahin, sag ich dann Tschüssi und immer schön liken und subscriben, abonnieren und weiter sein. Wie kommt der Dreck hier hoch? Ich habe doch alles da unten hingeschmissen. Na, ihr wisst ja, YouTube sagt ja immer, man soll hier irgendwie followen und Glocke drücken. Und ihr kennt das ja alles. Also like, subscribe, leave a comment und so weiter. Und Jerome out. Don't forget to like and subscribe.